Ich bin Max und studiere im dritten Semester VWL an der Uni Mannheim. Ich möchte dir kurz etwas zu Anschaffungsvorschlägen an der Universitätsbibliothek erzählen. Dann findest du dich hier an der UB hoffentlich bald einfacher zurecht und hast alle Informationsquellen zur Hand, die du für ein erfolgreiches Studium brauchst. Wenn du ein konkretes Buch brauchst, kannst du ganz einfach im Katalog Primo nachschauen, ob der Titel an der UB verfügbar ist. Du findest eine kurze Einführung in die Nutzung vom Bibliothekskatalog im Video Primo in 120 Sekunden. Wenn sich das gesuchte Buch nicht im Bestand der UB befindet, hast du die Möglichkeit, Bücher zur Anschaffung vorzuschlagen. Ein Hinweis hierzu bekommst du direkt im Katalog Primo. Durch einen Klick auf Anschaffungsvorschlag wirst du direkt zum Anschaffungsformular auf der Webseite der UB weitergeleitet. Im ersten Dropdown-Menü musst du die Fachdisziplin auswählen, in die der gesuchte Titel am besten passt. Dies muss nicht zwingend dein eigenes Studienfach sein. Wenn du nun noch die Angaben zum Titel und deiner Person eingibst, kannst du den Vorgang für den Anschaffungsvorschlag in Gang setzen. Deine Anfrage wird nun durch das zuständige Fachreferat an der UB geprüft. Wenn der Titel zum Fächerspektrum der Universität passt und wissenschaftlichen Kriterien entspricht, wird der Titel in den meisten Fällen von der UB gekauft. Für dich fallen hierbei keine Kosten an. Übrigens, du kannst dich im Formular auch direkt für das Buch vormerken. In diesem Fall erhältst du nach einem erfolgreichen Anschaffungsvorschlag eine Mail, wenn du das Buch im Ausleihzentrum abholen kannst oder das Buch in einem der Präsenzbereiche bereitgestellt wurde. Ich hoffe, dass du jetzt einige Informationen zu Anschaffungsvorschlägen an der UB zur Hand hast. Wenn du darüber hinaus Informationen benötigst, kannst du dich gerne auch auf der Homepage der UB umsehen. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der UB sind natürlich auch gerne für dich persönlich da.